Und jetzt ist es 1 Uhr. Das heißt, um 1 Uhr fangen wir an. Dann fängt unser 24-Stunden-Projekt. Ja, beginnt es. Ist das, Das ist, guck dir ja, das mal ist gut an. Geworden. Das ist wild. Das ist brutal. Gute! Bist doch wach! Ja, bei diesem. Beim Audi A3, wenn man da andere Lautsprecher einbauen will, muss man Lautsprecheradapter einbauen. Weil sonst passt der Lautsprecher nicht drauf. Wenn man hier sieht, das ist der Originale. Na? Das hier eine ganz andere Aufnahme, ne? Als jetzt hier das, der Nachrüstlautsprecher. Der passt nicht, wie man sieht. Ne? Deswegen kommen wir so Adapter drauf und dann wird der Lautsprecher na, so drauf befestigt. Ja? Genau so. Dann kann man den schon einbauen. Befestigen. Eigentlich bei mir auch, das ist ja schlimme. So, Ahmed, David, du schwachtelst. Ja. Ja, Ahmed, David, sehr schön. Ich hab's vergessen, ja. Hä? Ja, ich hab's vergessen. Schön, finde ich. Oh, du kommst schon selbst zurück. Ecke hast du wie hier, schneidest du so, ja. Ein V. Okay. In der Ecke. Okay, gut. Und wenn du sowas hast, eine Hammerschere. Und guck gleich da oben auf den Tisch noch. Keine Ahnung, kam vom Schwachte. Ja, die Augen gemacht. Ich will die Sippe. Ich muss nur zwei, dreimal drüber gehen. Ich hab hier einmal nochmal spachteln, dann ist gut. Jetzt das hier. Erstmal so eine Fläche drin. Ja, ja. Wir müssen. Jetzt haben wir erstmal so eine Fläche drin und das andere
kein Problem. Ich muss das jetzt erstmal so lassen. Ja. Mach mal. Da ist auch noch her. Oh, du bist Meister, ja? Du schaffst das hier. Das haben wir mit dem Holzklopf, den wir schon zu klemmen können? Holzklopf? Ja. Ja, komm. Also brauchst du nicht mehr drehen. Schau doof. Ja, warte zwei Minuten. Er zieht den Prof, er muss sowieso trocknen. Ja, da kann die Tür zu machen. Dann kannst du Tür zu machen. Alles klar. Ja. Warum so einig man das weg? Du, der trägt 500 Kilo weniger. PS, Beschleunigung. Tuning. Tuning, Rostschleife. Musst du lassen. Meine ist weg. Der hat auch 2 Monate. Erstmal. Ey, mit 2 Mann annehmen. Ja, wir kommen da nicht rein. Ne? So. Warte, machen wir gleich mit dem Dings hoch. So, ja, jetzt. Jo! Ablassen! Reinsetzen, hüpfen! So, jetzt. Willst du jetzt sagen, ich bin fett oder was? Ja, das hat keiner gesagt! Warte, stopp! Scheiße, er ist gerade geholt. So, jetzt nochmal. Jo. So, das ist türkische Aufrollmaschine. Jo! So! Ey, der Typ damit drin. Bisschen ist doch da! Aber ganz wenig. Ja. Er wirkt so. Nein. Ich brauche nicht mit Gerät. So. Ich muss auf Zug gehen. Noch mehr? Nein, hier ist zu viel. Hier ist zu viel. Ziehen wir da wieder rein. Ja, den knappen wir wieder rein. Ja. Und dann einen schönen Radlauf. Was macht ihr, wie lange brauchen wir noch diese Arbeit? Natürlich, nach 10 Minuten. Könnte man noch runterschleifen. Den kann man noch runterschleifen. Hier kann man auch noch ein bisschen runterschleifen. Zum Beispiel da rein. Dann kriegst du aber nicht mehr Kante. Ja, damit man da jetzt auch rein. Dann hast du direkt Kante. Die Sportdraht drüber schließt. Hier. Und dann einmal dünn draufziehen. Aber Böhlerzer haben wir wieder die Bude drin. Jetzt ziehen wir noch hoch. Nur für euch umziehen. Diese bitte Bereich. Ja. Das nicht. Und hier diesen Bereich ziehen wir so wie es gibt. Genau. Und hier so weiter lassen wir. Also wir ziehen nur hier einen Spachtel nach oben. Hier den Spachtel, ich hab's auch. Haben wir die Welle wieder drin. Also haben wir hier rüber, das lassen wir. Und hier nochmal aufziehen. Genau. Dann ziehen wir hier ab und dann mache ich das mit Hand. Wir haben keinen Zündplus an dem Stecker von dem Autoradio. Zündplus brauchen wir. Der generiert es aber nicht. Da ist ein Defekt drin. Das ist aber kein Problem. Ich zeige euch ganz einfach, wie es geht. Beim Audi A38L haben wir hier hinter mal den Sicherungskasten. Hier zum Beispiel an der Sicherung prüfen, ist da Strom drauf. An dem zum Beispiel ist nichts drauf, stand jetzt. Das ist aber auch gut so. Jetzt mache ich mal die Zündung an. Zündung ist an. Jetzt messe ich nochmal an der gleichen Sicherung. Und sieh da, wir haben. Kriegst du es drauf? Wunderbar. Wir haben Strom. Ja. Wichtig ist wirklich Zündplus, weil sonst bleibt das Radio immer an und ihr könnt auch Kriechströme haben, wo ich über Nacht die Batterie leer gesaugt werden kann. So, wie machen wir das jetzt? Ich habe ja schon so einiges vorbereitet. Das ist ein Adapter quasi. Ja? Ich nehme jetzt hier die 25er Sicherung raus. Gucken, ob ich ihn so rausbekomme. So. Stecke hier die 25er Sicherung rein. So, hier.
Die zweite Sicherung ist jetzt auch drin. Das ist ganz wichtig, weil sonst haben wir keine Stromverbindung. Dann funktioniert das Ganze nicht. Da müssen zwei, also eine Doppelabsicherung rein. So, Zündung ist an. Mal hier und nochmal an die Masse. Und sieh da, 12,4 Volt. So, ja, da ist es. Da ist es. So kann man ganz einfach sinnlos generieren, ohne irgendwelche Kabel zu zerschneiden oder zu flicken oder sonst irgendwas. So geht es ganz einfach. Hier ist komplett fertig. Die linke Seite ist fertig, Motorhaube ist fertig, Dach ist fertig. Die andere Seite ist auch schon fertig. Das Sinan hat schon angefangen mit Soundsystem zu verlegen. Hier ist auch schon fertig. Komplett, hier wurde auch ausgebaut. Guck mal, wie das aussieht. Ja, erinnert euch bitte. Das Ding ist Hammer geworden. Ne? Voll cool. Ey, ich muss aber sagen, Respekt. Respekt gebührt beiden. Alle. Ah ja. Ne? Ich will keinen hier hervorheben, aber ich sage euch, krass. Alle, die mitgearbeitet haben an der Lackarbeit, ne, die waren top. Wirklich top. Top. Ne? Guckt euch die Tür an, wo hier Beulen waren. Hier waren Wellen drin. Ehrlich, wenn du die Tür so hintun würdest und einen Ball hintun würdest, sind die so gesprungen. Hey, guckt euch jetzt mal an, Baby, guckt ihr hier. Auch das hier, genau. Und hier hatten wir ein bisschen Rost gehabt. Die haben da auch Rostumwandler und so drauf gemacht. Geil. Hier hatten wir Beulen gehabt. Hier hatten wir Rost gehabt. Alles, also ich bin... Ja, ich bin beeindruckt. Ja, Salvo macht die Folierung heute. Hi. Und du hast den Wagen ja vorher schon angeschaut. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass ihr wirklich in der Zeit so weit schon seid. Also ja. Es ist wirklich auf jeden Fall folierfertig. Ja, sauber machen noch, klar. Ja. Aber von der Oberfläche ist das auf jeden Fall wie fertiges Auto. Also passt. Passt, sehr gut. Ja. Schön. Also die haben arbeiten. Echt kranke Arbeit gehabt. Die definitiv. Also ich habe es vorher gesehen. Ja, vor allem hier die Stelle. Du hast es ja gesagt, ne? Ja, hier war mehr als ein Loch, ne? Also ja. Da ist gar nichts mehr. Kann man, ne? Das ist schon heftig. Also Respekt, wirklich Respekt. Ja, ja. Ganz großes Kind. Ja, ich hab Bock. Ich hab Bock. Ja. Was meinst du, wie lange brauchen wir folieren? Wir haben jetzt mittlerweile 22.30 Uhr. Boah, ich möchte eigentlich keine Zeit nennen. Ja. Ich habe den ganzen Tag schon hinter mir. Mal gucken. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Rückwärts Kamera kommt. Einmal. Hier hat der Turbosino schon schön verlegt hier. Rückwärtskamera, das Ding werden wir hier abbauen. Und dann werden wir das auf ein LED so kleben, Jim. Mhm. Das heißt, wir werden das hier in eine Verkleidung einbauen, das Ganze, für die Rückfahrkamera. Und für die Rückfahrkamera ist ja immer wichtig, ihr müsst einmal von dem Rückwärtsgang Plus nehmen und einmal Masse nehmen. Ist eigentlich nichts Wildes. Und wenn ihr das Ganze dann hier... Und dann habt ihr hier natürlich auch einmal Plus, also ein Signal. Beim Radio, das baut ihr dann später ein. Zieht alles raus und dann werden wir von unten rüber gehen zum Radio. Wenn das Ganze einmal verlegen. Ja, hier der war hier abgerissen, das habe ich leider nicht gemacht. Das war schon abgerissen. So. Das untere werden wir auch noch drauf machen, dass ich das original aus. Das sieht man da nicht. Schön, ne? Ja. Das ist ja schön geworden. Also, Sinan, das kannst du ja auch gleich später mitverlegen, ne? Ja, sicher. Jetzt tue ich dir mal dahin so. Genau. So, das Ding ist dran. Abdeckung wieder drauf. Geil. Geil, ne? So muss man mit der Kamera einbauen. Das sieht man nicht. Und dann später, wenn die Leiste hier dran ist, auf dem LED, das sieht man auch nicht. Stört auch keinen. Und das war's. Geil. Ich bin mal gespannt, wie die Qualität von der Rückwärtskamera ist. Werden wir natürlich später sehen. Sinan, wie weit bist du jetzt? Ja, also die linke Seite, Kabel liegen schon soweit. Ja. Ne, bis nach hinten auch also die Plusleitung von der Batterie. Ja. Die Signalleitung Remote liegt schon, Change-Kabel liegt schon, Lautsprecherkabel von vorne nach hinten liegt schon auf der Seite. Krass. Jetzt bin ich auf der Beifahrerseite, das Kabel nach hinten legen. Hammer. Ich will die auch nicht stören. Kann ich irgendwie helfen? Kann ich zur Hand gehen? Jetzt gerade nicht. Du rufst mich einfach. Gerade fällt mir gerade nichts ein, aber ich ruf dich. Alles klar, danke. Das ist geil. Der A3 kriegt natürlich nur den Felgen. Und das sind diese hier. Kommst du das? Also, mir gefallen die wirklich. Schön. Egal, sieht aber hammergeil aus. Mega, ja.
So, bis dadurch werde ich die Bremsen jetzt schnell einbauen. Und ja, so geht's weiter. Wir haben 12 Uhr. Ja?